Ja, hallo ihr Lieben, das ist Christian Schmer, eigentlich Paartherapeut, aber ich habe auch tatsächlich viele, viele Jahre als Team im Teambuilding, im Outdoor-Bereich gearbeitet, auch mit vielen großen DAX-Unternehmen. Ja, das weiß vielleicht nicht jeder von mir, habe ich dann aufgegeben zugunsten meiner YouTube-Karriere und meinen Paartherapie-Kursen. Vielleicht bist du zum ersten Mal auf meinem Kanal. Aber wie auch immer, ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt das Video guckst, dass du geschaut hast, Steppen versus Wald, Staffel 4, wer es nicht kennt, es werden 7 Leute ausgesetzt, jetzt ist schon die vierte Staffel, diesmal in Neuseeland, kalt, Winter, eigentlich ganz wenig Sachen, da ist da ein Flugzeugwrack, also gibt es so eine Story drumherum, das ist ein Flugzeug abgestürzt, ist natürlich dahingelegt mit ein bisschen was zum Looten sozusagen, ne? Also ein paar Gegenständen drin. Und aber ja, super harte Bedingungen, müssen dann gleich über die erste Nacht kommen. Material kann ich dir, glaube ich, nicht reinschneiden, ich weiß nicht so, wie das mit den Rechten ist. Aber in den ersten 2 Folgen sieht man halt, ja, dass sie sich da ziemlich elendig durch die Nacht kämpfen, dass es einfach arschkalt ist. Und was eigentlich jetzt nicht wundert, sofort, ja, sich andeutet. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sich das auch ziemlich aufbauen wird. So heftig sind sie noch nicht, aber es zeigen sich schon deutliche Gruppenkonflikte und es zeigt sich, darauf wollte ich eigentlich in meinem Video mal ein bisschen hinaus, bin jetzt natürlich kein Survival-Experte, aber ich bin ein Gruppenexperte und man sieht da so typische Sachen, die, das haben wir mit Teams auch immer wieder geübt, solche Situationen, die Teams falsch machen und warum sie dann auch letztlich nicht, sag ich mal, abliefern, so, ne, weil ein Team, ein gutes Team, die waren natürlich vorher kein Team. Also das ist natürlich echt ein hoher Anspruch, ne? Aber wir sprechen es trotzdem mal durch. Ist, glaube ich, wie viel interessant, oder hoffe ich zumindest, dass ein gutes Team ist eigentlich besser als die Summe seiner Teile, so, ne? So, da sind jetzt so 3 Cracks drin. Joe Kelly, dann Joe Vogel und Flying Uwe, und ansonsten so YouTuber, und dann haben wir noch Ex-Soldat Steffen Hinkelmann, ja, vielleicht sogar vier, sag ich mal, eher Profis und 3 nicht so Profis. Und ja, wie schlagen sie sich da? Also eine gute Gruppe ist trotzdem, trotz dieser 3 Leute, die von Outdoor keine Ahnung haben, sagt man immer, das ist eine gut funktionierende Gruppe, ist immer als die Summe ihrer Teile, und alle Teile sind wichtig, auch die Leute, die angeblich keine Ahnung haben, sind wichtig, weil die doch im entscheidenden Punkt doch irgendwas Wichtiges beitragen können, womöglich, ne? Aber um dieses Potenzial der Gruppe zu heben, gibt es so ganz tolle Teambuilding-Aufgaben, wo man dann genau sehen kann, ob eine Gruppe eben gut arbeitet oder nicht arbeitet, wo man die erstmal so einzelne Sachen machen lässt und dann als Gruppe und dann guckt, ob es besser ist. Also das ist echt super spannend. Wer es kennt, die Seenotübung. Ja, ja, auch ganz ähnlich übrigens, nur dass sie halt nur im Kopf stattfindet. Genau, damit eine Gruppe aber so arbeiten kann, muss sie auch als Gruppe funktionieren, so, ne? Und das ist natürlich bei einer Gruppe, die sich nicht kennt, ja klar, ist das super schwierig. Aber wir überlegen mal, was sie hätten anders machen können. Und zwar ist das jetzt nicht, wie gesagt, so ist ein Vorwurf oder irgendwie sowas. Ich meine, ich finde es super hart. Also ich finde es Horror beim Zugucken schon echt absoluter Horror. Läuft übrigens auf Amazon Prime und da wiederum Prime Freeze heißt das, oder irgendwas mit Free. Müsst einfach bei Amazon Prime angeben, dann findet man es auf jeden Fall. Das ist dann noch so ein werbeorientierter Bereich. Also kann man, glaube ich, auch ohne Prime gucken, auf jeden Fall. Ja, also muss als Gruppe funktionieren. Und dafür gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss, sonst klappt es eben nicht, ne? Fangen wir erstmal an, was sie eigentlich gut gemacht haben. Tatsächlich funktionieren besser Gruppen, die einen Führer haben, so, ne? Aber da geht es eigentlich schon los. Dieser Führer sollte immer nur jemand sein, der die Gruppe gerade in diesem Moment führt. Also das ist irgendwie so ein Primus inter pares, wie man so sagt. Also nicht so ein autokratischer Führer, sondern jemand, der gerade die beste Idee hat und dann, oder vielleicht auch ganz gut reden kann und dann die Gruppe führt, aber so auf eine Weise, dass sich die Gruppe auch gerne führen lässt. Also das ist nicht so diktatorisch, sondern einfach jemand, der das gerade mal so ein bisschen in die Hand nimmt und strukturiert. Mehr ist es eigentlich nicht. Und das ist häufig der gerade die beste Idee hat, so, ne?
Das heißt, es kann auch durchaus wechseln, dass dann jemand anders, was auch gut ist für die Gruppe, ne, dass jemand anders da mal übernimmt, so, ne? Und also es ist halt für eine Gruppenleistung, das ist, wie gesagt, auch für Mutter neben genauso, es ist halt immer gut, wenn man so einen Mittelweg findet zwischen so gleich loslegen, es gibt so Teams, die legen immer gleich los, und mal überlegen, was macht man jetzt eigentlich, und dann loslegen. Zum Beispiel so Ingenieursteams, die denken gern stundenlang nach und dann ist die Zeit vorbei. Hätten vielleicht die beste Lösung gehabt, aber ist dann vielleicht mal die Zeit vorbei. Und dazwischen muss man so einen Weg finden. Und das ist jetzt wiederum so ein sehr handlungsorientiertes Team. Die haben eigentlich im Grunde genommen sofort losgelegt und gesagt, die waren ja auf so einer Anhöhe da an diesem Flugzeug. Haben dann ja, die teilweise zu dünnen Schlafsäcke gefunden, haben die Flügel abgemacht, haben dann, ja, hat dann der Joe, muss mal gerade hier auf meine Namensliste gucken, der Joe Vogel hat das dann übernommen. Viele haben auch gesagt, vielen hat das, glaube ich, nicht so gefallen. Ich fand es auch nicht gut. Also sehr, ein bisschen autokratisch, kam zuerst gar nicht so rüber, aber irgendwie schon. Und auch, also es ist, wie gesagt, nur meine Meinung, und hat dann auch schlecht über die anderen geredet, die nicht mitgemacht haben. Weil jetzt haben sie auch sofort welche, ja, abgeseilt, ausgeschlossen gefühlt, vielleicht auch ihr eigenes Ding gemacht. Wobei es grundsätzlich, es war nicht verboten, es war jetzt nicht Aufgabe, dass die Gruppe zusammenarbeitet. Das muss man ganz klar sagen, also sie durften sich. Aber wir gehen einfach mal durch, wir hätten es am besten lösen können. So. Das heißt, sie hatten eigentlich gar keine richtige Phase, wo man überlegt, was gibt's, was haben wir überhaupt für Optionen? Was haben wir überhaupt für Optionen? Die haben zwar das Flugzeug durchsucht, aber die haben nicht als Gruppe die Umgebung sich angeguckt. Ne? Wenn die das gemacht hätten, das müssen ja auch nicht alle machen, wenn die gesagt hätten, okay, wir gucken uns das Flugzeug an, ihr drei rennt mal hier einmal rum, oder zwei gehen flussaufwärts, zwei gehen flussabwärts, wir treffen uns in einer Stunde wieder und überlegen mal, was machen wir dann so. Ne? Also gerade unter Zeitdruck ist es wirklich super wichtig, Planungszeit einzuberechnen. So, ne? So, wenn die das gemacht hätten und dann auch, wie gesagt, einen guten Führer da gehabt hätten, hätten überlegt, okay, was haben wir für Optionen, wären zwei Optionen aufgekommen. Wir bleiben am Flugzeug, offensichtlich sehr kalt, aber irgendwie bleibt man nicht mal da, wo gerade irgendwas ist. Oder man geht in so ein nahegelegenes Waldstück, was dann auch die anderen, die sich abgeseilt haben von der Gruppe, richtigerweise, denke ich, festgestellt haben, deutlich ein paar Grad wärmer, kein Bodenfrost, Wald, hat auch irgendwas über den Köpfen, und das Feuerholz auch direkt nah bei. Ne? Und das ist aber nicht passiert, und so, dann passiert immer das, was in diesen Gruppen dann passiert. Es ist Chaos, ne? Welche arbeiten am Flugzeug rum, welche dann am zweiten, also Tag wird dann versucht, Feuer zu machen, aber es wird kein richtiges Feuer gemacht, weil wieder irgendwas fehlt. Irgendwo wird Holz angeschleppt, es wird aber auch nicht entschieden, wo man jetzt genau macht. Dann manche seilen sich komplett ab. Hier der Let's Hugo macht so sein Ding, und auch der, einer, der auch sehr dafür ist, glaube ich, dass man dann ins Waldstück geht, der Stefan Hinkelmann war das, glaube ich, machen komplett ihr Ding. Aber eben auch wieder nicht als Gruppe. Also sie pruddeln so vor sich hin, das heißt, sie finden auch keine, arbeiten nicht an einer neuen Lösung, fehlen aber auch der anderen Gruppe so. Ne? Und dadurch ist die Gruppe dann nicht mehr effektiv. Und wozu hat das so geführt, dass sie dann am Flugzeug übernachtet haben? Es war einfach, also das war schon offensichtlich komplett grenzwertig, auch über die Verteilung der Schlafsäcke. Gut, ja, dann ist auch die Frage, warum müssen die unbedingt draußen liegen? Also es wurden einfach nicht verschiedene Lösungen gesammelt, auch am Flugzeug. Hätte man auch überlegen können, geht man ins Flugzeug, was wahrscheinlich wärmer gewesen wäre, geht man zumindest für manche, muss man unbedingt da vorm Flugzeug schlafen. Also da konnte man super sehen, das war für mich so als ehemaliger Teambuilder wirklich. Also wir haben den Gruppen immer genau solche Aufgaben gegeben. Natürlich gibt es so Klassiker-Aufgaben, dann geguckt, wie sie interagiert haben. Und dann gab es immer die Briefings. Und ich mache das auch noch ab und zu für Unternehmen, aber sehr selten. Steigert sich die Gruppe dann, weil sie dann lernt, worauf sie achten muss, und wird dann immer effektiver. Ne? Das ist total geil. Das heißt, wenn die als effektiv als Gruppe gearbeitet hätten, also wie gesagt, mit so einer Phase, wo Lösungen gesammelt werden, mit einer, dann einer guten Diskussion, also eine Gruppe ist nur gut, wenn die wirklich gut diskutiert. Das zeigt sich, dass eine Gruppe diskutieren muss. Das kann man selbst, wenn man einer Gruppe Sachen gibt, wo keiner eine Ahnung von hat, erfindet eine Gruppe dann die beste Lösung, genau dann die beste Lösung, wenn sie sich ein Stündchen Zeit nimmt oder manchmal auch ein halbes Stündchen intensiv so diskutieren, und auch nicht, wenn
drei Leute einfach die Klappe halten, weil es funktioniert nur dann in Gruppe gut, wenn wirklich alle dabei sind, alle präsent sind und nicht so ein paar, ach, ich habe ja eh keine Ahnung, ich hänge mich ja jetzt so dran, sondern wirklich so mit Herzen diskutiert wird, dann finden sich häufig die besten Lösungen. Und was, wie es hier aussieht, wäre die Lösung wohl besser gewesen, komplett an den Wald zu gehen, da das Lager aufzubauen, da hat man gleich das Holz da, vielleicht die Flügel da hochzupacken. Und da hätte man, glaube ich, und dann, wie gesagt, wenn eine Entscheidung getroffen ist, wo die ganze Gruppe dann auch an Bord ist natürlich, weil dann haben wir alle eine Entscheidung getroffen, dann eben eine Arbeitsteilung zu machen, so ihr baut das Lager, ihr sucht Holz. Bin ich mir relativ sicher, dass sie das geschafft hätten, ein Lager zu bauen und ein Feuer zu haben und keine kalte Nacht. Und so ist die Gruppe eben nicht mehr gewesen. Könnte fast sagen, sie ist weniger gewesen als die Summe ihrer Teile, weil halt Chaos herrscht. Und der, wie gesagt, ich fand ihn auch so vom Auftreten, Joe Vogel, schwierig, sag ich mal, sehr schwierig. Also wirkt jetzt nicht so sympathisch. Man könnte jetzt sagen, ja, er hat sich das übernommen, aber dann auch so zu den Mädchen dazu sagen, ja, ich würde dich ja alleine auf gar keinen Fall hier überleben und so. Also war schon ein bisschen, ja, was viele immer so ein bisschen toxisch-männlich nennen. Also ja, könnte man schon da sehen. Und ja, das sollte halt eine gut funktionierende Gruppe auch so, aber wie gesagt, die wissen es ja nicht. Und aber wir gucken es einfach mal so an. Also so, genau, es ist dann, ja, machen halt alle ihr eigenes Ding. Die meisten sind unzufrieden, es wird übereinander rumgehetzt. Und also habe ich schon auf Twitter gelesen, das ist ein bisschen wie Trash-TV, ist, finde ich auch. Und ja. Ich denke, das wird noch richtig Zores geben. Ne? Also natürlich ist es auch, haben die diesmal, sonst haben die ja immer die Leute einzeln gelassen, haben diesmal die Gruppe gelassen, weil die wie auch Trash-TV-Produktionsteam, vielleicht hatte Amazon auch schon die Finger im Spiel, vielleicht gesagt haben, komm, lass die Leute sich mal ordentlich streiten. Dann wird es noch mehr geguckt. Und die werden, ich bin ziemlich sicher, die werden sich ordentlich streiten. Und wenn die so weitermachen, werden die auch keine guten Lösungen finden. So, ne? Ja, okay, ist mal ganz was anderes. Signalisiert es mir gern, ob ihr das noch weiter gucken wollt. Gruß, sind wahrscheinlich ein paar neue Leute hier sein, die mich noch nicht kennen. Guckt gerne mal durch meinen Kanal. Vielleicht habt ihr auch eine toxische Beziehung oder so. Und kommentiert gern und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.